Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von The Sexy Brutal mit mir, dem Mr. Sick. Vielen Dank fürs Einschalten und wir schauen mal, was es jetzt geht. In solchen Tagen wünschte ich mir immer etwas weniger kompetent, um nicht immer in schwierigen Aufgaben zu kommen. The Sexy Brutal. Alright. Das große Foyer und Ballroom. Findet das Casino. Okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh, spionieren. Ah, guck mal. Hier geht einer. Durch eine Tür. Alright. Mal noch die andere Seite an. Welcome to the sexy brutal. Ich könnte fast meinen, da geht's ins Casino rein. Aber ich will trotzdem noch durch die andere Tür schauen. Oh, irgendwas passiert jetzt. Zumindest glaube ich, soll uns das die Maske sagen. Oh, da ist glaube ich auch gerade irgendwas passiert, oder? Wir haben es verpasst. Ich meine, die Maske, glaube ich, signalisiert uns immer, wenn sie brennt, dass irgendwas passiert ist. Glaube ich, zumindest. Aber wir wissen es halt nicht. Die Kreuz 9. Macht Kreuz 9? Die ist eine Kreuz 9. Das Foyer im Ballraum. So, warte mal, wir haben mal Karten, gibt's ja hier. Aber wir können nicht draufklicken. Somit können wir auch nicht in Erfahrung bringen, was sie machen oder nicht machen. Bam, bam, badadam. Da liegt auch noch eine Karte. Die Mucke, ich finde die Mucke total heftig. Dafür habe ich nicht den richtigen Schlüssel. Okay. Das Zimmer ist voll mit Erinnerungen von jemandem, der alles daran gesetzt hat, sie für immer zu vergessen. Alles ist alt und mit Tüchern überdeckt. Okay, also ich denke ja immer, dass man am Anfang irgendwie so ein bisschen rausfinden muss, um was es hier geht. Das ist meine Annahme. Ah, Bloody Mary ist da. Bone. Oh, Gott sei Dank. War mir sicher, ich wusste nicht, ob du die Kapelle verlassen konntest. Aber das kannst du. Wir haben eine Chance. Das ist das Casino, das Herzstück des Sexy Brutal. Die Gäste hier sind Trinity und Clay. Es gibt noch mehr, aber du kannst noch nicht zu ihnen. Du hast Zeit, dich umzusehen und zu lernen. Du musst sie retten, beide zusammen. Du hast Reginald gerettet und seine Maske gibt dir die Kontrolle über seine Uhren. Die haben alle aufgehört. Aber wenn du sie aufziehst, werden sie dir nützlich sein. Sie haben alle aufgehört, aber wenn du sie aufziehst, werden sie dir... Ach so, die Uhren. Ich habe den Schlüssel für diesen Bereich gefunden. Mehr kann ich derzeit nicht machen. Aufziehschlüssel. Jede hängengebliebene Uhr im Anwesen kann mit einem bestimmten Schlüssel aufgezogen werden. Benutze die passenden Schlüssel mit der Uhr, um sie aufzuziehen. Durch das Aufziehen der Uhr wird die Karte des Gebietes aufgedeckt und du hast die Möglichkeit, die Uhr als täglichen Startpunkt zu wählen. Benutze den Aufziehschlüssel. Ich finde dich, wenn ich kann, Bone. Rette Clay und Trinity. Okay, hier kann ich hin und her wechseln. Und Bloody Mary macht immer das, was sie am besten machen kann. Und verschwindet. Und irgendwas passiert mit uns. Clay und Clay Roger, der Rolling im Anzug.
Sieht interessant aus. Okay. Das sind wohl die beiden. Oh, und irgendwo wurde gerade jemand erschossen. Da war doch gerade was. Okay. Hier wurde doch gerade irgendeiner erschossen. Das Lederschlüssel ist so sanft wie lauwarme Butter. Die Pflanze versprüht einen gehaltvollen, beruhigenden Duft, keine Spur von Künstlichkeit. Mit Y kann ich das Ding jetzt aufziehen. Okay. Das war jetzt die einzige Uhr, die ich aufziehen konnte. Ich check dieses Spiel noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Der Peak-Bube. Das hat nicht funktioniert. Das ist ein altmodischer Vinyl-Plattenspieler. Schwarze Schallplatte. Ladies and Gentlemen, die Show beginnt in einer Stunde. Oh fuck, was ist denn jetzt passiert? Oh, ich muss mich verpissen. Aber gut, die Party hat noch nicht angefangen. Das verwirrt mich maximal, dieses Spiel. Deine Maske brennt, als ich mich der Tür nähere, als ob sie mich wegdrücken würde. Okay, hier können wir sozusagen nichts machen erstmal. Komme ich denn hier einfach durch? Buntglasfenster filtert das Licht von draußen. Sollen wir eigentlich oben sagen, dass der eine um 10 erschossen wird und die andere um 11? Mal, da laufen wir einen hinterher. Machen wir jetzt mal. Wo ist er denn hin? Ist doch gerade eben da durchgegangen. Hä, der ist doch gerade eben da durchgelaufen. So schnell kann er doch gar nicht weg sein. Die Musik wird melodramatischer. Verfügt über ein komplexes Bedienfeld mit einem Sicherheitscode, ohne dass es richtig ist, kann es nicht geöffnet werden.
hab mal sowas von noch im Dunkeln. Ich hab, glaube ich, noch null herausgefunden. Wo wir wissen, dass da hier um 6 dieser Typ ist, da ist. Das ist, die Kapelle und so. Okay. Also das, die anderen Sachen passieren halt sozusagen auch noch mit. Weil ich das richtig verstehe. Aber wir haben, dadurch, dass wir die anderen noch nicht gefunden haben, wissen wir eigentlich gerade null. Bar. What's your poison bar? Die What's your poison bar ist ein großer Anziehungspunkt im Sexy Brutal. Hier gibt es für jeden Cocktail mit etwas exotischem Giftgewürz, die von einem der höchst gefährlichen Tiere stammen, die im Anwesen gehalten werden. Diese Gifte verleihen den hier servierten Drinks einen Kick und einen Geschmack, wie man sie nirgendwo sonst findet. Dieses Vorgehen ist ebenso lebensgefährlich wie höchst illegal, was die Drinks nur noch begehrenswerter und geschmacksvoller macht. Gerüchtenzufolge stammt das köstlichste und gefährlichste Gift von einer riesigen Spinne, die tief im Anwesen lauert. Na, ich hoffe, das muss ich. Virginals Beherrschung, das haben wir schon alles. Okay. Willst du den Tag neu starten? Ja. Machen wir den Tag neu. So, und die Peak-Sachen, die behalten wir. Muss ich mal ganz kurz genauer schauen. Auch die Karten behalten wir tatsächlich. Okay, das wissen wir, dass er da reinlädt. Wenig kompetent zu sein. Ah, guck mal. Personal, Mann, bist du nicht dort? Steht hier nicht. Okay, Mann, ich werde da sein. Was auch immer. Aber ich kann dir helfen und trotzdem. Red ist im Theater sicher verwahrt. Das ist ein Spell. Ist das auch das dieser? Ist das dieser Clay? Fragen über Fragen. Da oben recht lang. Heißt, wir könnten einfach mal hier rein. Bar. Das Glasaquarium unter der Bar ist voll mit Krabbeltier jeglicher Art. Im Sand in Aquarium bewegt sich etwas. Als das sehr kalt ist und so dieses blockiert meinen Weg.
Flasche mit allen Giften der Welt und etwas Alkohol. Was für eine kaputte Welt. Eine riesige Schlange, die sich um den Raum schlängelt, muss unecht sein. Die Haut fühlt sich aber so schrecklich an. Die Kerze ist seltsamerweise kalt. Nicht die Stelle für eine Schallplatte. Okay, da ist doch gerade einer erschossen worden. Das ist doch gehört. Da ist einer rausgeflogen. Komme ich da oben irgendwo mal hin? Eine Kopie des Buches Rosbach entlarvt. Mit Tinte. Okay. Okay, handgeschriebene Rezepte. Hier verstecken. Wie? Um alles in der Welt komme ich da hoch, falls ich da hoch überhaupt muss. Das ist wieder mal so ein Ding zum Verstecken. Hier kam ich nicht rein. Die Maske brennt, als ich hier. Ist wieder dieser komische Hippie. Der Schrank ist ein einzelnes Stück Pergament. Die Plakette unterhalb zeigt. Okay, und Codex. Nein, warte, der hat Kreuz 10 war da drin. Okay. Ich habe immer noch null Ahnung, wohin und warum und was. Ah, und hier brennt meine Maske. Okay, da konnte ich mich jetzt nochmal retten. Auf einer Seite, also reißt sie durch die halbe Welt eine Statue und geht jetzt hier rein. Okay, ich muss mich verstecken. Aber es ist doch einer von denen, die ihn nicht retten muss, oder nicht? Ich bin mir dessen gerade nicht so richtig sicher. Laufen einfach dem mal hinterher. Wie kam der da jetzt rein, weil das Ding auf Peak steht? Machst du, alter Mann? Da liegt doch irgendwas auf dem Boden, aber ich. Okay, ich komme hier noch nicht durch. Ich habe das Gefühl, dass es auch noch nicht die sind, um die ich mich eigentlich kümmern sollte. Know what I mean? Ich habe das Gefühl, die gehören zu einer noch etwas anderen Timeline.
Karte. Mit dieser Tod von den Leuten auch noch irgendwo angezeigt? Das ist doch nicht die Maske von dem eigentlichen Typen, oder? Hier. Wie kommen die aber da hoch? Das würde mich mal interessieren. Ich würde auch gerne mal da hoch wollen. Aber ich komme halt noch nirgendwo dahin. Lauf einfach mal weiter Räume entlang. Generell gestehen am Tisch, als wären sie gerade erst zubereitet worden. Es tropft über die Steine. Wasser tropft über die Steine, das Geräusch ist sehr friedlich. Ich glaube, ich würde permanent pinkeln müssen, wenn ich da in so einem Raum drin wäre. Das Bedienfeld aktiviert Überwachungskammer 3, aber du kennst den Code nicht. Das ist wieder nur verstecken. Fishman Challenge mit Chips. Und gleich geht die Zeit wieder zurück. Wer ist das? Das ist eine Einladung. Das ist Clyde und der ist down. Okay, Moment. Ist hier in diesem Raum. Okay, wir wissen schon mal, wo Clyde ist. Das ist doch schon mal interessant. Ich starte da unten. Könnte ich da hoch? Glaube ich nicht. Okay, ich weiß gar nicht mehr so. Ich glaube, ich starte von diesem Raum hier da, ne? Ja. Reinschild gesehen, sollte ich da hoch, dann dort an die Bar, da runter, hier hin, dann irgendwo dort an die Bar kommen. Okay, jetzt wird die Zeit eh wieder zurückgedreht. Interesting.